Fuß. Erna kommt, Erna kommt wieder mal, Erna kommt. Heute ist der Tag, an dem Erna kommt. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt sie prompt. Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann hofft der Mann, dass seine Frau sich nie verändert. Tut sie aber. Die Frau hofft, dass der Mann sich verändert. Tut er aber nicht. Es ist so, als wenn Frauen nach der Hochzeit die Ärmel hochkrempeln und sich innerlich sagen, mal gucken, ob ich den nicht noch so hinkriege, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünsche. Frauen scheinen ein Männerveränderungsgen in sich zu tragen. Zumindest kenne ich keine Frau, schon gar nicht die, die zu mir in die Beratung kommen, die nicht sagen, mein Mann sollte mehr reden, der sollte mehr zuhören, der sollte sich mehr um die Kinder kümmern, der sollte mehr arbeiten, weniger arbeiten, mehr im Haushalt helfen, nicht so viel trinken, nicht so viel rauchen und so weiter. Führt dann dazu, dass der Mann ständig die Botschaft bekommt, ich bin nicht okay, so wie ich bin, zieht sich also immer mehr zurück. Und je mehr er sich zurückzieht, desto mehr versucht sie, ihm nachzugehen und er geht wieder zurück. Sie meckert und nörgelt, macht doch, und er geht weiter zurück. Das kann also nicht die Lösung sein. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Folge Der Mann an deiner Seite. Da werde ich Ihnen heute erzählen, welche Gründe und Unterschiede es eigentlich gibt, also die Hauptgründe, die dazu führen, dass Paare in Konflikten liegen. Und beim nächsten Mal geht es eben darum, dass ich Ihnen ganz praktische Tipps gebe, wie Sie nämlich in der Partnerschaft besser miteinander kommunizieren. Schauen Sie, der heutige Mensch, der ist ja die Krone der Schöpfung. Weil in der Evolution gibt es eine Theorie. Alles, was nichts taugt, fliegt raus. Das heißt, so wie wir heute gestrickt sind, Männer wie Frauen, ist das das Optimale? Sind wir die Krone der Schöpfung? Und mit dem ganzen Nörgeln und Kritisieren müssen wir aufpassen, dass aus den Herren der Schöpfung nicht die Herren der Erschöpfung werden. Dazu ein kleiner Beweis mit meiner Evolutionstheorie. Sie wissen, vor vielen tausenden von Jahren gab es dieses Neandertalgebiss, weil es eben rohes Fleisch gab. Und so sieht unser Kinn heute aus. Und Evolutionsforscher vermuten eben, das kennen Sie auch aus Science-Fiction-Filmen, dass das Kinn irgendwann ganz verschwindet. Also Sie sehen, was die Evolution nicht braucht, fliegt raus. Das heißt, wir sind heute optimal entwickelt. Und ich werde Ihnen auch genetische Gründe dafür nennen, warum Männer einfach anders kommunizieren als Frauen. Ich empfehle Ihnen, nach der Sendung sitzen zu bleiben, gerade wenn Sie jetzt als Paar zuschauen, und nochmal die Dinge durchzugehen, wo Sie sagen, das trifft auf uns zu oder das trifft nicht auf uns zu. Sie wissen ja, meine Philosophie ist, lieber in der alten Partnerschaft neue Wege gehen, als in neuen Partnerschaften die alten Wege gehen. Und die größten Konflikte gibt es eben in der Kommunikation. Und ich zeige Ihnen mal am Flipchart, dass es eben sehr mit unserer Gehirnarchitektur zu tun hat. Ich habe Ihnen das hier mal aufgemalt, das fängt nämlich schon ganz früh an. Hier die Zeugung, 8. Schwangerschaftswoche, 40. Schwangerschaftswoche. Und wir sind jetzt in der Embryonalphase. Sie wissen, Mädchen ist XX-Chromosom und ein Junge wird ein XY-Chromosom. Das heißt, genetisch ist der Mann eine halbe Frau, also hat auch ein X-Chromosom. Deswegen hat er Brustwarzen, die er eigentlich gar nicht braucht. Und Forscher haben herausgefunden, dass das Gehirn sowohl vom weiblichen als auch vom männlichen Embryo bis zur 8. Schwangerschaftswoche weiblich geprägt ist. Und erst hier mit dem Testosteronschub entwickelt sich, bei den Mädchen bleibt es natürlich weiblich, so, und bei dem Jungen entwickelt sich durch den Testosteronschub, das ist so wie Baden im Fichtelnadelbad, entwickelt sich das Gehirn männlich. Das heißt, wenn da nichts herkommt, jetzt macht das Gehirn männlich, dann haben wir es mit einem Mann zu tun, mit einem weiblich geprägten Gehirn. Gibt es also auch. Und das kann zum Beispiel passieren, wenn die Mutter krank war oder ziemlichen Stress hatte oder vielleicht irgendwelche Giftstoffe zu sich genommen haben, dass dieser Testosteronschub ausbleibt oder eben schwächer ausfällt oder besonders stark ausfällt. Und das ganz Spannende ist, dass durch diesen Testosteronschub eben beim männlichen Embryo die Zentren für Kommunikation schrumpfen, sich also verkleinern. Was hat Gott sich dabei gedacht? Er hätte ja genauso gut sagen können, das lassen wir jetzt mal genauso wie bei den Mädels, dann gibt es da auch nicht immer solche Probleme. Aber erinnern Sie sich an meine Anfangszeichnung, die Evolution hat es in irgendeiner Form für wichtig befunden, dass Männer weniger kommunizieren. Und ich spreche gerne von genetischer Unschuld.
Ich kenne keinen Mann, der sagt, weißt du, Schatz, ich will dich nur ärgern, deswegen spreche ich nicht mit dir. Nein, es hat sicher auch andere Gründe. Aber es hat eben auch mit der Gehirnarchitektur zu tun, dass durch den Testosteronschub eben die Zentren für Kommunikation sich verkleinern. Also denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal mit Ihrem Partner sprechen. Weil, seien wir mal ehrlich, Männer sind geniale Redner. Die besten Philosophen unserer Zeit sind alles Männer. Gibt es überhaupt weibliche Philosophen? Also ich kenne keine. Und wenn Sie auf Diskussionen und Veranstaltungen sind, dann werden Sie auch sehen, dass Männer geniale Redner sind. Also das ist nicht das Problem. Reden können Sie. Das, was Ihnen schwerfällt, ist das Reden über Gefühle. Und ich glaube, da sage ich Ihnen nichts Neues. Eine Frau drückte das mal so aus, die sagte, mein Mann steht vor seinen Gefühlen wie ein Vegetarier vor einem Schnitzel. Da mögen Sie jetzt vielleicht schmunzeln, aber der Hintergrund ist schon sehr ernst und führt in vielen Partnerschaften dazu, dass es viel Stress gibt. Und auch da hat die Hirnforschung einige Antworten. Zum Beispiel im weiblichen Gehirn gibt es 11% mehr Nervenzellen in dem Bereich, in dem Gefühle und Emotionen verarbeitet werden. Und, was ich auch ganz spannend finde, nur im weiblichen Gehirn gibt es eine unmittelbare neuronale Verbindung zwischen Gefühlszentrum und Sprachzentrum. Das heißt, wenn eine Frau enttäuscht ist oder gekränkt ist, dann fühlt sie das sofort und kann sagen, ich bin getäuscht oder gekränkt. Ein Mann fühlt etwas und er muss es erstmal analysieren, was ist das eigentlich, was ich da fühle? Das heißt, er muss sich durch ein viel dickeres Dickicht durchschlängeln, um das auch in Worte zu fassen. Und bitte, meine Damen, denken Sie daran, das hat auch mit der Genetik zu tun. Nicht nur, aber eben auch. Schauen Sie, Sie können einen Mann fragen, woran denkst du? Er sagt nichts und er hat nicht gelogen. Wenn Sie eine Frau fragen, woran denkst du? Und sie sagt nichts, lügt sie garantiert. Das ist vergleichbar mit bei Frauen mit einer fünfspurigen Autobahn hin und zurück. Bei einem Mann eher mit einer Landstraße. Und wissen Sie, wenn ich überlege, was das Ziel von Meditation ist, die von Ihnen, die meditieren, werden das wissen. Das Ziel von Meditation ist ja, den Gedankenfluss zu stoppen und eine innere Ruhe oder Stille zu fühlen. Und ist das die Qualität, was Männer schon können? Und ist das nicht eine hohe Qualität, statt zu sagen, jetzt red mal und denk mal und fühl mal, das als Qualität anzusehen, dass jemand seine Gedanken stoppen kann? Und Männer können das besser als Frauen. Man hat zum Beispiel auch festgestellt, dass die Gehirnaktivitäten bei der Frau in der Nacht noch 90% aktiv sind und beim Mann 30%. Männer schlafen nicht umsonst, ruhiger, zumindest in der Regel. Also Sie sehen, es gibt eine genetische Unschuld, zumindest nenne ich das gerne so. Aber nicht nur die Genetik spielt da rein, wenn es um den Mann an Ihrer Seite geht. Natürlich gibt es auch soziokulturelle Gründe. Und ein Hauptgrund, davon haben Sie sicher auch schon gehört, ist, dass die meisten Männer in den letzten Hunderten von Jahren weitestgehend ohne Vater aufgewachsen sind. Also die waren dann halt bei der Arbeit oder nicht präsent. Und jetzt ist der Junge, der kleine Junge, will sich entwickeln wie ein Mann, ist aber umgeben von lauter Frauen. Also Mutter, sowieso Tagesmutter, Kindergärtnerinnen, in den Grundschulen ist es immer noch so, dass da hauptsächlich Frauen beschäftigt sind. Er will aber Mann werden und da fehlt ihm das Vorbild. Also wie geht ein Mann mit seinen Gefühlen um, wie es die Mutter macht, wie es die Frau macht, weiß er ja, das sieht er ja. Aber er sieht, ich bin ein Mann und ich will auch einer werden und da fehlen eben die Vorbilder. Und Gehirnscans zeigen auch, dass Männer Gefühle genauso stark erleben wie Frauen. Sie vermeiden aber, sie zu zeigen, weil sie sehr oft nicht wissen, wie sie das verarbeiten und aussprechen sollen. Also das ist eben ein ganz großes, wie so ein Neverland. Wo Frauen sich da eher zu Hause fühlen, ist das für Männer eher so ein unbeackertes Gebiet. Und wie gesagt, da fehlen die Vorbilder. Und wenn Sie überlegen, das Thema ist zu groß jetzt für diese Sendung, aber was alleine den Männern in den letzten 100, 200 Jahren schon durch Krieg angetan wurde. Und die von Ihnen, die sich mit Familienaufstellung auskennen, haben bestimmt auch schon mal Szenen gesehen, wie sehr Männer darunter leiden, was ihnen in diesen schlimmen Zeiten passiert ist und dass sich das auch von Generation zu Generation weiterträgt, dieser Schmerz und das, was den Männern und Frauen da geschehen ist. Also da gibt es noch eine Menge zu heilen und auch zu korrigieren. Und schauen Sie, ich frage mich auch, inwieweit wir Frauen auch mitverantwortlich sind, dass wir auf der einen Seite sagen, ich will, dass du deine Gefühle zeigst, aber wenn es nachts im Haus rappelt, ja, dann muss er runter, die Frau geht da nicht. Er muss runter, obwohl er Angst hat.
Oder wenn Sie sich vorstellen, Sie animieren Ihren Partner dazu, du musst deine Gefühle zeigen und ich will wissen, wie du dich fühlst und ich möchte erleben, wie du dich fühlst, auch deine Angst möchte ich sehen. Und angenommen, Sie sind an der Party oder auf einer Party und an der Wand entlang läuft so eine fette Ratte oder so. Und Ihr Mann ist der Erste, der auf dem Stuhl steht. Wer will das denn? Und in diesem Dilemma stehen die Männer, dass sie auf der einen Seite sollen sie ihre Gefühle zeigen und auf der anderen Seite sollen sie immer noch die starke Schulter hinhalten. Und ich erlebe es nicht zum ersten Mal, dass mir Männer gegenüber sitzen und sagen, wissen Sie, ich hätte mich gerne auch mal an meine Frau angelehnt. Und Frauen können durchaus auch ihre starke Schulter mal zur Verfügung stellen. Vielleicht reden Sie nachher im Anschluss der Sendung darüber. Das Problem über das Reden von Gefühlen, sagte ich vorhin schon, hat eben auch damit zu tun, dass das für Männer, dass sie oft überwältigt sind von den Gefühlen. Zum Beispiel, ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Trauer wird nicht gelebt, weil sie Angst haben, sich darin zu verlieren. Wut wird unterdrückt, damit sie niemanden verletzen. Angst wird ignoriert, um handlungsfähig zu bleiben. Und auch Unzufriedenheit wird ignoriert, damit das Regelwerk aufrechterhalten bleibt. So hat ein Mann das mal formuliert. Ich spüre meine Unzufriedenheit nicht, weil das würde bedeuten, dass mein ganzes Leben, so wie ich es mir aufgebaut habe, mit all seinen Regeln zusammenbricht. Und das ist eben etwas, was für Männer auch wichtig ist, dass sie ein bestimmtes Regelwerk brauchen. Und ich zeige Ihnen auch mal an Flipchart, welche Bedeutung das hat. Ich sage mal, früher war der Mensch eingebettet in das System, was hauptsächlich geprägt wurde durch Kirche und Staat. So. Und in den letzten Jahren, in den letzten 50, 60 Jahren, ist das ja weitestgehend auseinandergebrochen. Das heißt, sowohl die Kirche als auch es gibt noch nur noch einen Reststaat. Das heißt, der Mensch ist nicht mehr eingebettet in dieses System. Und damit kommen zum Beispiel Frauen besser klar. Die genießen das, sich einen Lifestyle auszusuchen. Für Männer ist das ein größeres Problem. Männer, wenn die Orientierung fehlt, suchen die nach Regeln. Es hat zum Beispiel eine interessante Untersuchung gegeben, wurde gefragt, darf man beim Kartenspielen auch mal mogeln? Da würden Männer und Frauen nach ihrer Meinung gefragt. Da haben 85% der Männer gesagt, das ist absolut indiskutabel, das tut man nicht, man muss sich an die Regeln halten. Für Frauen war das völlig okay, auch mal beim Kartenspielen zu mogeln. Also Männer orientieren sich an Regeln, haben gerne ein Regelwerk. Wenn Sie mal nachdenken, in vielen Institutionen zum Beispiel, Schützenvereinen oder in der Politik, finden Sie hauptsächlich Männer, wo es um starre Regeln geht. Das ist etwas, was Männern Orientierung gibt, vor allem dann, wenn so die eigentliche Orientierung wegfällt. Und Menschen, die auch von ihren Gefühlen abgeschnitten sind, und das ist etwas, was vielen Männern auch passiert ist, brauchen Orientierung und die suchen sie in Form von Regeln. Und ich erlebe immer wieder, dass Männer sehr lange bereit sind, eine unzufriedene Arbeitsstelle, eine unzufriedene Partnerschaft, Familienleben in Kauf zu nehmen, nur weil sie Angst haben, dass eben die Sicherheit wegbricht. Und das ist etwas, damit kommen Frauen eben besser klar. Das muss man eben nur auch wissen. Also bei einer Studie Männer in Bewegung, da haben die Forscher herausgefunden, dass 90% der Männer sich zu den Modernen bekennen würden, 27% zu den Traditionellen, 24% sind die Rosenpicker, die sagen, klar, passe ich aufs Kind auf, aber gesund sein sollte es schon. Und 30% der Suchende. Also die meisten Männer sind auf der Suche auch nach einer neuen Identität. Alte Rollenmuster brechen weg und es tut sich dann ein ganz neues Feld auf. Noch vor 50 Jahren war es undenkbar, dass es sowas wie Väterzeit gibt oder dass Väter mit so vielen Kinderwagen und sich an Elternzeit beteiligen. Also da sehe ich auch eine ganz große Chance. Ein Buch, was ich sehr dazu empfehlen kann, ist das Buch Der Weg des wahren Mannes hier von David Dider. Finden Sie auch auf meiner Internetseite. Dort können Sie das Buch in meinem Partnershop auch bestellen. Der hat so klasse Überschriften wie Halten Sie sich immer an Ihre tiefste Erkenntnis oder ändern Sie nie Ihre Meinung, um es einer Frau recht zu machen. Also es ist gut, liebe Herren der Schöpfung, auch mal Kante zu zeigen. Nehmen Sie sich wirklich ernst, stehen Sie zu sich und auch zu Ihren Bedürfnissen. Auch das ist etwas, was einer Frau gefällt. Auf meiner Homepage ernahülz.de finden Sie noch andere spannende Artikel zum Thema Männer und Frauen, unter anderem auch das Schweigen der Männer. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Schreiben Sie mir auch gerne eine Mail oder einen Kommentar zu dieser Sendung unter info@ernahülz.de. Und schauen Sie, die gute Nachricht ist, wir sind nicht Gefangener unserer Gene. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Tschüss. Und